Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Hallo. So, wir haben gerade was ganz Produktives offscreen gemacht, und zwar eine Truhe. Das ist ziemlich krass. Dafür mussten wir eigentlich in den Game Mode gehen, um uns die leisten zu können. Das war uns zu blöd, das alles zu farmen. Ja, ich meine, wir haben auch gar keine Ressourcen oder so, ne? Aber gut. Jetzt haben wir erstmal, dass wir eine Grundversorgung aufbauen. Gut. Creeper gehören zur Grundversorgung. Was? Ich hab gehört, Creeper gehören zur Grundversorgung. Klar, immer doch. Ich stopp's da ganz mal so dumm, wenn wir jetzt mal da drüben ein paar Steine abbauen, oder? Komm, noch machen. Ja. Hast du schon ein paar Stones? Da muss ich mir nicht erst eine Holzhacke machen. Ja, ich mach mir gerade noch eine Holzhacke. Ich mach das schon gerade. Okay. Time to mine. Da. So. Gott, das ist wieder so richtig schön wie damals. Einfach noch mit der Holzspitzhacke Cobblestone abbauen. Was ich mir überlegt, oh cool, hier ist Marble. Marble ist cool. Ja. Können wir unser Haus rausbauen. Na doch, lass mal machen. Ja, das war jetzt noch was fahren, aber kriegen wir schon hin. Gut, was ich mir überlegt habe, wollen wir später mal schauen, dass wir die Curries und so weiter in der Müskraft-Welt aufbauen? Können wir machen. Ist, glaube ich, besser, als hier ein ordentliches Biom zu finden. Was für Welten sind hier jetzt beim Müskraft dabei? Sofern es überhaupt Unterschiede gibt, also nur so normale zweite Welten, doch mit erhöhter Erzspornrate und sowas? Nein, wirklich eine normale Welt. Auf erhöhte Erzsporn und so weiter habe ich schon keinen Bock mehr. Okay. Ich mach dir mal eine Steinspitzhacke. Kannst du rausnehmen? Da. Danke. Vor allem kannst du sie rausnehmen, da liegt sie. Dann mach ich mir nochmal eine Axt. Ich mach mal gerade zwei Steinschwerter. Ich mach was Holzkohler. Jo. Oh, warte mal. Bevor wir schon hier so viele Sachen rumfliegen haben. Ja, so mach. So wollte ich das. Mal schauen, was wir hier so rumfliegen haben. Hier haben wir Aluminium. Wir nehmen uns dann mal gerade ein bisschen alles mit, was geht. So. Also wie schon in der letzten Folge gesagt, wir haben wirklich so bisher noch... Naja, null Ahnung, kann ich sagen. Weniger Ahnung als alles andere. Also für uns ist es wirklich auch blind, quasi. Größtenteils ein bisschen etwas. So, haben schon mal ein bisschen Alu, ein bisschen Zinn ist ja auch schon. Ich bin mal Steine kloppen. Und jo. Marmor, vor allem Marmor. Nein, Marmor ist kein Gestein. Marmor ist ein Gewächs. Das ist eine Pflanze, ne? Das ist eine Blumenart. Ja. Dann schaue ich mal, Marmor gehört zur Familie der Hülsenfrüchte. Ist Marmor auch genormt? Nein, aber ich glaube kommunistisch. Was? Ich frage es gar nicht. Oh nein. Also wir haben jetzt mal hier so ein bisschen Kupfer und so weiter. Was haben wir hier noch? Oh, nochmal Alu. Also Alu haben wir, glaube ich, jetzt schon mal genug. Jetzt brauche ich mal nur noch Eisen. Damit kann ich leider nicht dienen. Was haben wir hier? Flachs. Kann man aus Marmor noch irgendwie was anderes Marmormäßiges machen? Also Marmorbricks oder irgendwie sowas? Du sollen wir das wo verarbeiten? Wir können den Marmor chiseln. Okay. Was ich aber, glaube ich, mal mache, fäll noch mal einen Baum, dass wir schon mal sowas Holz haben. Und dann können wir mal vielleicht so ein kleines Gewächs anpflanzen, irgendwie was zu futtern. Ja, wäre ganz gut. Läuft doch nur ungern dauerhaft mit 1,5 Leben herum. Ach, weil du auch gerade? Ja. Ach. Ich sag ja, das wird ein langes Let's Play, wenn wir so weitermachen. Sowas, weißt du, worauf ich mich aber schon richtig freue? Drauf. Dass wir ja nicht mal hier eine Quarry durchlaufen lassen können. Und das nur nicht nur schläft, wenn jemand online ist. Ja, stimmt. Das war bei mir im letzten Let's Play eine Katastrophe.
Aber naja. Ich schätze mal, die Map werde ich auch noch zum Download freigeben. Also die hier auf jeden Fall, die letzte auch. Ja. So. Was? Nein, nicht Charcoal da rein. Ich habe hier noch ein Hühnchen, das backe ich schon mal. Also wenn du brauchst, ich habe jetzt 33 Rohholz noch in der Truhe getan. Okay. Das Dark-Zeug so war, oder? Ja, ja. Okay. Wollte natürlich auch mal einen Drake. Barley Seeds pflanze ich mal an. Ja, das Ember-Gedöns ist halt nicht irgendwas. Das brauchst du immer noch für... Hab ich das richtig gesehen? Ich hab richtig gesehen, hier ist eine Aura-Node. Ember brauchst du immer noch für Farmcraft. Und ich glaube, da wird das mittlerweile auch was gebraucht. Genau. Oh Gott. Jetzt wollte ich ja die ganzen Pflanzen zu überreden, dass sie nicht sich sofort wieder einpflanzen sollen. Hast du das eigentlich schon gesehen? Nein, noch nicht. Barley erstmal. Also ich mache jetzt hier am Wasser mal so ein kleines Feld erstmal. Na. Warte mal. Ich weiß nicht, wie wir uns was zu futtern machen. Also ich filetiere jetzt ein paar Hühnchen. Ja, nee, lass sie noch leben. Na gut. Wir haben hier doch jede Menge von den Riesenpilzen. Kennst du Pilzsuppe? Ach stimmt, genau, hast recht. Also ich habe schon drei von den braunen. Knüppel so einen gesunden Fliegenpilz ab. Ja. Braucht man die überhaupt? Ich glaube schon. Ja, man braucht beide Pilze. Also wir werden es auch so machen, dass wir später irgendwelche Leute mal einladen. Habt ihr schon so ein paar einen Ausblick? Wenn du mal jemanden... Muss ich die abbauen? Hm? Womit soll ich die abbauen? Ich glaube, das ist relativ egal. Also Hand geht nicht klar. Da kommt nicht immer was raus, ne? Ja, achso, okay. Also grundlegend, wenn du auch nochmal einen hast, den einladen möchtest, kannst du mal Bescheid sagen. Joa. Oh, hier ist auch noch die Menge Blueberry. Geht das eigentlich nicht schneller mit der Schere? Oh also ja. Mit der Hand kommt irgendwie nichts raus. Ja, dann... Womit hast du das jetzt gerade gemacht? Mit der Axt? Ja, mit der Steinaxt, weil es dann noch ein bisschen schneller geht. Wird doch gerade wieder dunkel. Könntest du dich mal ins Bett legen? Jo. Muss sowieso mal einen Spawnpunkt setzen. Ja, deswegen auch noch. Das ist aber cool, dass man alle schlafen muss. Also derjenige, der diesen Mod entwickelt hat, ich würde dich am liebsten gerade abknutschen. Ich glaube, der sieht das anders. Oh, ach was, nee, nicht so wirklich. So, haben wir jetzt schon mal 2 Stacks Marmor. Und wir haben auch schon wieder ordentlich was zu futtern jetzt. Au. Ich futter nochmal ein paar Blueberries. Ich habe aber auch noch so gar keine Ahnung, wie wir da uns hier eine Hütte aufbauen sollen. Nee, ich auch noch nicht so wirklich. Kriegen wir aber noch hin. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal so ein paar Reihen von den Bären. Oh Gott, ich fange jetzt schon an, genau wie Crazy damals beim RBT. Ich weiß nicht, weißt du das noch für unsere Bären-Push-Farm damals? Nein. Wir hatten ja damals beim RBT hatten wir die Idee gehabt, oder gesagt Crazy. Dass wir uns wirklich nur von den Bärenbüschen ernähren. Okay, und das hat nicht so gut funktioniert. Naja, er hätte irgendwie so immer 7, 6 von den Bären dabei. Ich hatte mich später von den Fleischbarren ernährt. Obwohl, warte mal, die Fleischbarren gingen gar nicht. Ich hatte mir die Cheeseburger gemacht, so war's. Und ich habe sogar, glaube ich, damals sogar noch ein bisschen in Anführungszeichen gecheatet und mir hier. Wie heißen sie nochmal? Die Potato und das Stick, die wurden nämlich nicht so wirklich angesehen, dass das auch Essen war. War ja von GregTech, wer hat's erwartet? Was ja gar nicht weiß, ist GregTech eigentlich auch hier dabei? Ich will es nicht hoffen. Naja, wir haben uns eben Spitzhacken gecraftet, also denke ich eher nicht. GregTech hatte doch auch Spitzhacken sonst getötet, oder? Ich glaube, das war bei der neueren Version von GregTech. Oh cool,
Mushroom Stews taggt sich mittlerweile. Oh, das ist cool. So, ich habe jetzt auch noch einen Haufen von dem Roten. Ja, Rot haben wir genug, wir brauchen halt nur noch die Braunen. Ja, und mit Braunen kann ich nicht dienen. Ja, ich... Wir haben auch noch gerade ein Hühnchen. Wie hat man die fetten Pilze eigentlich nochmal gemacht? Einen Pilz setzen und dann was drüber knüppeln? Bonemehl. Echt? Ja. Okay, was ich aber mal gerade mache, ich mach mal ein paar Fackeln. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Ach, denk dran, dass du noch bei dir den Receipt-Mode einstellst, ne? Oder Utility-Mode. Stimmt. Geht das auch? Jawohl, F7 geht auch, das ist sehr schön. Nein, nicht erschienen. So, was haben wir hier noch? Da, hier noch eins, wir haben schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Gut, grundlegend, wo? Was ist denn das? Confusing Powder? Oh, keine Ahnung, hab ich irgendwo gefunden. Confusing Charge? Was? Ich will's gar nicht das wissen. Hast du das Essen genommen? Die 4 Suppen? Ja. Ja, die hab ich. Das riecht direkt mal. Was ich mal gerade mache, ich mache mal 8 Charcoal. Und dann würde ich sagen, können wir auch langsam mal uns in der Höhle bewegen, um mal ein paar Erze farmen. Ja. Mach ich mir mal noch eine Spitzhacke. Jo. Oh, cool, da. Ich fäll noch gerade einen Baum. Ich habe gerade Sakura-Wut gesehen. Ich brauche aber noch nicht. Hast du noch einen Stein über? Nee. Ja, dann fäll ich den Baum noch her. Ah, Moment, ich hol mir schon einen. Geh du mal Bäume hauen? Ja, ich habe keine Axt mehr. Ich hab... Eine Axt habe ich noch. Ja, okay. Glaube ich. Ja, so. Ein Viertel. Ja, Hauptsache wir kriegen das Zeppinger raus. Kannst du gerade die Axt zugeben? Ja, Sekunde. So. Du stehst gerade bei mir im... Da. Danke. Du standst bei mir gerade genau im... da drin stehen. Du standst einfach mal bei mir im Gravel. Oh, da drüben ist noch Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir auch schon, das ist sehr schön. Machen wir schon mal hier wieder eine kleine Farm. Alter, die Folge geht schon 12 Minuten. Also so schnell habe ich mir jetzt gerade echt nicht gerechnet. Weißt du, was ich auch gerne mal später versuchen möchte? Was? Was man machen müsste, damit man hier mit einer... Wie heißen die Verächse nochmal von Tinkers, die den ganzen Baum fällen? Hier, die Lumber-Ex. Was man braucht für eine Lumber-Ex, um so einen Riesenbaum zu fällen? Ja, doch, das klingt lustig. Ich glaube da, was ich auf jeden Fall weiß, hat er hier... Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Street-Digger, sagt er dir was? Und Trivolo? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall, die hatten ja jetzt hier letztens ein Sky Factory Modpack Let's Play gemacht. Ja. Und da hat die es geschafft, entweder eine Spitzhacke oder ein Mad Dog, ich weiß es nicht, vielleicht noch eine Spitzhacke, auf wirklich per Tinker's Construct auf Unbreakable zu bringen. Oh. Also wirklich Unbreakable oder? Die wie? War komplett Unbreakable, die wurde nicht zerstört. Natürlich nicht. Wir zoomen mich bei der Minimap wieder raus. Ich habe es geschafft, irgendwie reinzuzoomen. Ich kenne mich mit der Minimap überhaupt nicht aus. Also auf Ö hat man schon mal irgend so ein lustiges Menü. Ach, das ist... man nichts machen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, gefunden. Ich habe gerade blöderweise nochmal den Ofen angeschmissen. Hm. Ich wollte Charcoal nachfüllen und das ist dann auch oben reingegangen. Und naja, jetzt ist auch Big Reactors dabei. Auf jeden Fall wollen wir uns mal in der Höhle begeben. Ja. Ich back mir nur noch schnell ein Hähnchen. Sekunde, ich ziehe das mal kurz deine Kohle vor. Ja, Hauptsache das wird verwendet. Ich bin hier quasi auf der anderen Seite, wo wir den Riesenbaum eben gesehen haben. Und das sieht mir nicht sehr höhlenartig aus.
sollte aber auch echt nicht so viel rennen. Ja, jetzt. Ah, doch. Ah, Luke mal nochmal mitnehmen. Ich setze mal, du freust dich schon wieder auf Tinkers Konstrukt? Ach ja, warum nicht? Ich würde übrigens gerne nochmal irgendeine andere Mod machen, mit der ich ja, ja. das gemacht habe. Ja, du, wir haben genug Auswahl. Ja. Doch, das stimmt allerdings. Ja, du bist in Richtung des fetten Baums gelaufen? Jo. Okay. Ich suche gerade irgendwie also, keine Ahnung, wie ich einen Wegpunkt setze oder ähnliches. Wegpunkt, du gehst auf die Map und dann ist da rechts eine Flagge. Da steht Waypoints ja. darüber. Dann wie einfach auf die Map. Bei mir ist es J. J. Das ist nämlich die einzige Taste, die ich eben nicht ausprobiert habe. Standard. Alter, wie viel Alu ist hier? Was wir jetzt aber noch nicht gemacht haben, nur zur Info, wir haben jetzt noch nicht den Creeper-Schaden ausgemacht und Items droppen jetzt auch, wenn wir sterben. Also das würde ich diesmal vielleicht sogar auslassen. Creeper-Schaden bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber schauen wir mal. Gott, ist denn hier überhaupt keine Höhle in diesem gottverdammten Land? Da ist ein Berg. Hühner auf jeden Fall erstmal noch nicht töten, weil die brauchen wir auf jeden Fall noch für Witchery. Da brauchen wir noch jede Menge Hühnereier. Okay. Kann ich so eine Hühnerfarm bauen? Fuck you. Ich gebe euch einen Tipp. Lasst den Jungen niemals eine Hühnerfarm bauen. Wir hatten damals, als wir uns kennengelernt hatten, das war, ist eigentlich schon fast 2 Jahre her, dass wir uns kennen, ne? Boah, komm gut so. Schon echt krass. Auf jeden Fall, als wir uns damals kennengelernt hatten, hatte ich über einen kleinen Hamachi-Server irgendein Modpack gehostet, weiß gar nicht mehr, was es war. Das erste, was ihm einfällt, das ist ein kleiner Hamachi-Server. Erstmal eine Hühnerfarm bauen. Ja. Die haben sich nur exponentiell gesteigert. Das packen Hamachi-Server. Ja. Also, grundlegend funktioniert hat sie. Es gab nur ein Problem. Die wurden nicht getötet. Ja, auch nur darum, viele Hühner zu produzieren, nicht, dass man am Ende was mit ihnen anfangen kann. Ey, ich wollte dich am liebsten am nächsten Tag in der Schule schlagen. Jetzt ist mich ein Hut ans hier. Also Hüte gehen über Haar, ne? Über Haar? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was das bei dir war mit C. Ja, bei mir hat er, als ich den ersten eingesammelt habe, hat er gesagt, ich soll C drücken. Okay. Also ich habe mittlerweile schon alles gefunden, außer in der Höhle. Ja, ich laufe gerade ein bisschen in die andere Richtung. Oh, hier sind auch Kühe. Brennerfehler. Ganz kurz, kennst du den Trick, um das Gebiet neu zu laden? Ne, ich erinnere mich nicht mehr. Das war F3 und A. Ach ja, genau. Boah, ich hab Iron gefunden. Oh, was? Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir überleben. Es wird gerade wieder Nacht, ne? Oder beziehungsweise ist schon Nacht. Gut. Produktiv haben wir jetzt. Der Hut ist aus. Also produktiv waren wir auf jeden Fall schon. Halt's mal. Oh. Ich habe eine schöne Höhle gefunden. Komm ich jetzt mal angelaufen. Jetzt muss ich nur noch überleben. Ich habe auch, glaube ich, eine Höhle gefunden. Mal sehen. Boah, ich habe eine Höhle gefunden. Boah, Alter, war das gerade krass am Laggen. Na egal, ich komme zu deiner Höhle. Wir farmen jetzt erstmal zusammen, oder? Wäre nicht schlecht, ich brauche aber irgendwie ist es gerade bei mir krass am Laggen.
Bist du noch am Server? Ich bin auf dem Server. Ich wurde gerade gekickt. Weil? Eine vorhandene Verbindung wurde irgendwie geschlossen oder so. Okay, das ist wirklich eine Kuh. Wir treffen uns mal kurz zu Hause und gehen. Ich gehe einfach mal gerade schlafen zu Hause. Wow, 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 wow. Also bei mir läuft es auch gerade flüssiger. You may not rest now, you are in morph. So, bin schlafen, ne? Jo. So. Was? Ja, genau. Würde ich in der Zeit nicht unbedingt als Zombie rumrennen sollen. Ah, nicht wirklich. Oh, Zeit, Zombie. Der Zombie ist groß, warum ist das so groß? Warum macht das so viel Schaden? Furious Zombie? Wo warst denn du? Der war doppelt so groß wie ein Zombie. Naja, und hat etwas Damage gedrückt. Also sagen wir so, von halben Sekunde war ich noch full life. Ist das deine Badewanne? Nein, das ist mein Card. Okay, merken, wenn ich drei Blöcke große Zombies sehe, rennen. Definitiv rennen. Finde ich auch cool, ich finde es auch cool, dass der Zombie gerade an mir vorbeigelatscht ist und nicht fokussiert hat. Ey, aber Sebastian? Ich bin mein Inventar abholen, ja. Schau mal, was ich hab. Ah, cool. Ja, hab ich gerade gefunden. Das ist das Ganze doch schon ein bisschen angenehmer. Jo, muss ich mir gleich definitiv auch noch nicht. Ich will so ein furious Zombie. Das ist eine Zombie, ja. Ich schreibe mit F. Zombie töten. Was ich aber eben gesehen habe, nein, wo war das? Ich habe gesehen, dass man irgendwie so eine Schnellauswahl machen kann. Muss ich nur noch rausfinden, wie es geht. Auswahl für was? Für das Morphen. Muss ich mich mal kurz später reinlesen. Oh, wir haben schon wieder ein bisschen Barley. Ich würde aber sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge in die Höhle. Haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine gefunden. Was kann man aus dem Barley eigentlich machen? Ich hab Pferde gefunden. Oh, nice. Na gut, ich würde sagen, die Folge ist damit vorbei. Alter, das geht auch echt schnell vorbei momentan, ne? Ja, ich muss mir noch ein schnelles Pferd filetieren. Mach das. Gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's game. Ja, danke, unterbrich mich. Immer gerne, doch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ey, jetzt wollte ich Tech World 2 sagen. Direwolf. Bis dahin. Tschüss.